einen weiteren Gast des heutigen Abends. Heute zu Gast ist der Stuttgarter Kunsthistoriker Professor Dr. Nils Büttner. Herzlichen Dank schon mal. Liebe Stuttgart 21 Gegnerinnen und Gegner, der Planfeststellungsbeschluss für das Projekt Stuttgart 21 liegt vor. An dieser Tatsache kommt niemand vorbei, der heute dagegen demonstriert. Wer hier steht, muss sich sagen lassen, die Öffentlichkeit, politische Gremien und vor allem Experten seien an diesem Beschluss und an dem Prozess, der dahin führte, beteiligt gewesen. Meine Treuepflicht als württembergischer Beamter gebietet es mir, die Regeln unserer parlamentarischen Demokratie zu schützen und zu achten. Und dennoch stehe ich hier, weil ich selbst für mich in Anspruch nehme, Herr Oettinger hat es mir auf meiner Bestallungsurkunde testiert, Experte zu sein. Und die Expertise, über die ich verfüge, kam hier in diesem Planfeststellungsverfahren nicht zum Tragen. Als Professor für Kunstgeschichte, der Restauratoren für die Baudenkmalpflege ausbildet, verurteile ich den geplanten Teilabriss des Stuttgarter Hauptbahnhofs und die Zerstörung des als Sachgesamtheit denkmalgeschützten Ensembles. Es ist ein hochrangiges Kulturdenkmal. Es ist ein hochrangiges Kulturdenkmal nach § 12 Denkmalschutzgesetz, das in das Denkmalbuch des Landes Baden-Württemberg eingetragen ist. Wer behauptet, das Hauptgebäude bliebe ja erhalten, verkennt, dass der zur Entkernung vorgesehene Torso seinen Denkmalstatus unwiederbringlich verlieren wird. Ich halte das für tragisch und sehe es als meine Pflicht, an dieser Stelle meine Expertenmeinung zu äußern. Hallo. Und vielleicht ganz am Rande eine Frage zu stellen, ob es ein Zufall ist, dass sich der Abriss eines einzigartigen Kulturdenkmals ausgerechnet im einzigen Bundesland ereignet, wo der oberste Denkmalschützer, Ernst Pfister, zugleich dessen Wirtschaftsminister ist. In beinahe allen anderen Bundesländern ist die Denkmalpflege eine Sache der Kultur, in Baden-Württemberg eine der Wirtschaft. Wer sich heute noch gegen das abgeschlossene Planfeststellungsverfahren äußert, muss sich als ewig gestriger Modernitätsverweigerer beschimpfen lassen. Der sich für den völlig überflüssigen Erhalt eines sinn- und funktionslosen Großbauwerks einsetzt. Die gleichen Leute, die so reden, besichtigen dann in ihrer Freizeit die Pyramiden in Gizeh, das Kolosseum in Rom oder den Pariser Eiffelturm. Allesamt funktionslos gewordene Großbauwerke, die vermeintlich sinnlos geworden sind. Es mögen die Besucher solcher Tourismusziele und andere praktizierte bürgerliche Bildungsbestrebungen gewesen sein, aus denen beispielsweise die Richter am Landgericht Stuttgart im Prozess Dübbers gegen Deutsche Bahn für sich das Recht ableiteten, beurteilen zu können, was gute Architektur sei. Meine Fachkollegen haben in einem offenen Brief gegen diese inakzeptable Anmaßung von Sachkompetenz protestiert. Ein Protest, dem ich mich hier ausdrücklich anschließe.
Wenn Juristen meinen, kunstwissenschaftliche Fragestellungen sachkompetent beurteilen zu können, dann ist das in etwa so, als wenn ein regelmäßiger Zuschauer von Gerichtsprozessen für sich in Anspruch nehme, juristische Fachkompetenz zu besitzen. Oder wenn ein regelmäßiger Bahnfahrer für sich behaupten würde, er könne bahnbetriebliche Erfordernisse sachgerecht einschätzen. Das kann er nicht. Die Befürworter der Amputation des Bahnhofes und des Abrisses mögen sich dagegen verwahren, wenn ich an dieser Stelle den Stuttgarter Hauptbahnhof in einem Atemzug mit den Pyramiden von Gizeh, dem Kolosseum oder dem Eiffelturm nenne. Doch sehe ich den Stuttgarter Hauptbahnhof tatsächlich in einer Reihe mit diesen Monumenten. Und er hätte dort auch offiziell seinen Platz finden können. Die Pyramiden sind 1979 Weltkulturerbe geworden, das Kolosseum 1980, der Eiffelturm 1991. Im November 2009 empfahlen Mitglieder von ICOMOS, des Internationalen Rates für Denkmalpflege, die Aufnahme des Stuttgarter Hauptbahnhofs ins UNESCO-Weltkulturerbe. Leider hätte der Antrag von den politischen Stellen kommen müssen, die sich als Projektpartner des Projekts Stuttgart 21 nicht in der Lage sahen, ihn zu stellen. Warum lieben Sie ihn, den überall in der Welt geachteten Bahnhof, nicht? Der Stuttgarter Hauptbahnhof, der zu Recht von der zeitgenössischen Architekturkritik als wegweisend gefeiert wurde, ist ein städtebaulich dichtes Netz historisch bedeutender Bauten von Gleis- und Gartenanlagen eingebunden. Dieses Denkmalensemble der Neuplanung zu opfern, ist ein nicht wieder gutzumachender Fehler. Was an Eingriffen in die bestehende Bausubstanz der Bahnhofsgebäude geplant ist, macht aus einem Wahrzeichen Stuttgarts, das in der Baugeschichte Weltruf genießt, eine trostlose Shopping-Mall mit Gleisanschluss. Als alternatives Konzept hätte der Umbau des Kopfbahnhofes Antwerpen Zentral als Vorbild dienen können, wo man sich nicht gescheut hat, aus Gründen des Denkmalschutzes 1,5 Kilometer Gleisvorfeld denkmalgerecht zu erhalten und den Bahnhof dennoch quer zu untertunneln. Eine andere Möglichkeit wäre, die Planungen für K21 oder der zukunftsweisende Entwurf, wie mein Kollege Tobias Walliser vorgelegt hat. Alle würden das Erhalten des Ensembles voranstellen und würden die Architektur, die vorhanden ist, um ein neues bereichern, nichts zerstören. Es geht mir nicht darum, einen Bewahren um jeden Preis das Wort zu reden, aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass bei der Abwägung verkehrspolitischer und denkmalpflegerischer Interessen die Bedeutung des Kulturdenkmals Stuttgarter Hauptbahnhof unterschätzt wurde. Ein so herausragendes Baudenkmal einer architektonischen Planung zu opfern, die in den publizierten Entwürfen keine annähernd befriedigende Lösung für die 5 Meter Höhenversprung zum Schlossgarten bietet, erscheint mir geradezu unverantwortliches. Es ist ein Akt des Vandalismus in der finsteren Tradition des Abrisses des Stuttgarter Kaufhauses Schocken vor 50 Jahren. Ich werde weiter mit Ihnen protestieren und hoffe darauf, bis zum Schluss, dass die Verantwortlichen noch in letzter Minute zu irgendeiner Form von gesunder Einsicht gelangen.